Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal Urbanium und heute mit der neuen Videoreihe Witcher 3 und dem neuen Add-on, was wir jetzt spielen. Das können wir hier schon in dem Questlog sehen. Hearts of Stone. Das ist auch schon die Quest, die wir bekommen haben. Ich habe vorher das Spiel nicht auf meinem Kanal gezeigt, einfach darum, weil ich das Spiel schon vor meiner Kanaleröffnung gespielt habe. Ich habe das Spiel grundsätzlich so durchgespielt. Und bin Level 35, habe meinen Charakter, vielleicht kennen es einige das Spiel, schon ausgerüstet und sehr auf Angriff gelegt, also nicht auf Zaubern, sondern mehr auf Kriegerfähigkeiten, wenn man es jetzt in Rollenspiel-Manier sagen würde. Des Weiteren habe ich meine Ausrüstung, kann ich gerade mal zeigen, die ich vorab habe, die ich zum Ende des Spiels hatte. Ich hatte hier ein Stahlschwert und ein Silberschwert. Ich gehe jetzt nur kurz durch. Wer sich das genau angucken möchte, kann sich das gerne nochmal, wenn er auf Pause drückt, ansehen. Ich sage dazu jetzt nicht sehr viel. Bolzen habe ich nochmal auch bessere. Bomben, also ich habe hier eigentlich sehr, sehr gute Ausrüstung, die ich benutze. Die habe ich immerhin quasi das komplette Spiel, habe ich durchgespielt. Und die Nebenquests habe ich auch zum Großteil erledigt. Und das hier ist jetzt erstmal so die Einführung kurz. Ich spiele das Spiel jetzt hier auf einem 19 Zoll Monitor. Sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Auch wenn es nur eine 1200er Auflösung jetzt hier ist. Deshalb habt ihr auch rechts und links schwarze Ränder. Das sage ich nochmal dazu. Der Monitor wird sich, ich denke mal, im übernächsten Monat, im Dezember, ändern. Mal sehen, ob die Videoreihe hiervon dann schon noch betroffen sein wird. Ja, ansonsten das Spiel sieht mindestens genauso gut aus wie auf der PlayStation, eigentlich noch viel besser. Und ja, wer The Witcher noch so Witcher 3 noch nicht so gesehen hat, dem würde ich auf deiner Seite hier ein bisschen zu abraten, weil ich werde hier auch vielleicht das eine oder andere mal erzählen. Und hier wird jetzt eine komplette Let's Play-Reihe vom Add-on folgen. Das heißt, ich setze auch mal voraus, dass man schon mal ein bisschen was über The Witcher weiß und werde jetzt hier nicht nur ins kleinste Detail hineingehen. Ja, ansonsten wird jetzt hier in dieser Videoreihe Folgendes passieren, dass ich quasi dieses komplette Add-on spielen werde. Und ja, wie gesagt, wenn es einer selber auch spielen und kaufen möchte, das Add-on kostet 10 Euro, bietet ungefähr 10 Stunden Spielspaß für die Hauptquests und mit Nebenquests können es auch je nachdem 15 Stunden sein. Und dementsprechend werden auch die Videos, das Videoformat entsprechend lang sein. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr mir und Geralt hier im Kanal folgen würdet und die Videos euch mit anschaut. Aber auch gerne eure Kommentare da lasst oder auch Verbesserungsvorschläge da lasst. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dieses Video entsteht jetzt hier, also die Videoreihe entsteht jetzt hier am 13. Oktober. Heute ist das Spiel auch erschienen. Davor gab es noch Star Wars Battlefront. Dazu gibt es auch separat ein Video. Und ja, wenn die Witcher-Reihe durch ist, danach denke ich mal, wird dann die PC-Version von Batman Arkham Knight folgen, wo ich davon ausgehe, dass Ende Oktober der finale Patch kommen wird, dass man die PC-Version spielen kann und darüber wird dann ein Let's Play über das ganze Spiel noch mehr erfolgen. Das erstmal so vorab als Ankündigung. Und ja, vorab jetzt aber erstmal das hier soweit zu Geralt und zum Addon von The Witcher 3. Und ich hoffe, ihr werdet mir hier Gesellschaft leisten und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und dann folgt jetzt auch schon bald das erste Video vom Let's Play, wie eben das Addon auch startet. Macht's gut, bis dahin. Ciao.